So. Das Ding ist, die wollen, dass ich einen APler picke. Aber das tue ich nicht. Ich bin nämlich Z-Main. Und als Z-Main muss man manchmal einfach durchgreifen. So, wir gehen jetzt hier auf Schlitzerei. Und wir könnten Attack Speed nehmen oder wir nehmen Presence of Mind, Leute. Takedowns. Los, Leute, come on! Wir machen Presence of Mindset. Wir haben zwar keinen Mana, aber wir kriegen 10% unserer CDR nach dem Kill wieder. Also, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Let's go, Leute! Also, einmal aus Weiden und Reparaturservice. Weiden, oh, Weiden, 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 Weiden. Das könnte es sein. Weiden. Wo ist denn Weiden? Wo zum Fick ist Weiden? Nur dein Ult, du Lauch. Ja, nur mein Ult. Ist ja auch das, was ich brauche. So, das muss ich eben nachgucken. Wo ist dieser Laden hier? Ist das in Weiden? Haben die nicht irgendwie so ein Impressum? Du hast gesagt 10% CDR. Ja, für die Ult. So, wo zum Fick ist dieser Laden hier? Steht hier nichts. Meer vielleicht? Unter Meer vielleicht? Ja, Impressum. Weiden, oh mein Gott, ja. Nice. Aber bitte, damit musst du echt vorsichtig sein mit dir. Also, naja, nicht zu viel durch die Gegend shaken. Das ist sehr. Ich sage einfach mal, das ist sehr empfindsam. Sehr empfindsam. Danke dir. Oh, nice, das ist nice. Da kam irgendwas rein, was ich gar nicht gesehen habe. Ach, stopp, nochmal vielen, vielen Dank an die Donation. Ich glaube, das ist mehr oder weniger fast untergegangen. Vorhin an hier, guten Mann von Technikhausen hier, von hier, Psychedelice, ne? Blitz ist doch kein Troll. Vielen, vielen Dank dir. Also, ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Sorry. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Welcome, welcome, welcome. Und that's a mess. 3 Euro. Ohne Nachricht. Ohne Nachricht. Report ist draußen. Report ist draußen. Das hält dein Glas schon aus. Nee, tut er eben nicht. Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank. Ich könnte ja jetzt etwas sagen. Aber dann würdet ihr halt, dann würde ich euch komplett verwirren und ihr würdet die ganze Zeit rumraten, was es sein könnte. Was ihr jetzt vielleicht auch schon tut. Ich könnte jetzt schon etwas spoilern, aber ich glaube, das droppe ich irgendwann. Oh mein Gott, Tobi, was hat er nun? So. Dann sag es einfach frei heraus. Nö, 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 nö. Hallo Bad Brother. So, wir spielen Z, Leute. Na? Mit fucking Presence of Mind. Neue Meta, irgendjemand muss die Meta hier einläuten. Also, let's go. Wir haben sind's voller D, was relativ reuten ist. Allerdings haben wir eh keinen, der irgendwie. Okay, doch. Also, eigentlich haben wir keinen, der Armor bauen kann, außer Ryze. Der kann halt Frozen Heart bauen, Ninja Tabis, ne? Full Armor-mäßig halt, ne? Schön, schön, schön. So, wir machen mal eben. So, Leute, ich mache euch mal hier das hier ran. So, ich mache euch jetzt Depri-Musik rein. Oh yeah, Du bist schwanger, habe ich recht? Ja, ich bin schwanger. Du wirst hart gecountert. Ich zeig dir mal, wie hart man mich countert. Also, wenn du mal wieder Zeit, deine Videos zu packen. Hattest du das nicht sogar mal über Twitter geschrieben? Warte mal. Also, ja. Also, grundsätzlich ja, aber ich weiß noch nicht genau. Also, ja, Play ich müsste mal ein paar ausmachen. Es kommt halt immer mal vor, dass wieder für irgendeine Playlist ein Video kommt. Und dann habe ich da. Also, ja, müsste ich aber wirklich mal machen, das stimmt, aber. Nee, die Themen stehen es nicht. So, Leute. So, Freunde der Sonne. Ich bin on fire. Heute hinten wir nicht so wie im letzten K6-Game. Und unser Q macht jetzt mehr Damage, wenn es durch Gegner durchfliegt. Damage des Todes! Muss aber immer noch getroffen werden. Badada. Ich weiß noch nicht, ob wir heute auf dem Main spielen, Leute. Da bin ich mir absolutely not sicher gerade. Also, ich glaube, dass Ryze absolut eklig ist. Ich hasse Ryze. I don't like this. Aber wir machen das. Wir werden ihn einfach erstmal ausspielen und dann vernichten.
Hier. Nice. Gib ihn mir. Danke. Danke. Oh, danke. So beautiful. Er nervt. Er nervt, er nervt, er nervt. Er kriegt aber auch. Ei, das wie gehen. Hat er das durchgeworfen? Er vielen Dank an Fachner 12. Welcome. An dieser Stelle könnte man tatsächlich sagen: Welcome, welcome, welcome. Dankeschön. Ich darf Sie begrüßen. Herr von und zu. Na, 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 na. Und ich feier mich heute selbst, Boys. Boys Blades. Nicht so gut. Die Boys Blades lassen wir mal. Die sind nicht ganz so nice, Leute. Nächstes Mal machen wir die Girls Blades. Mal gucken, ob die geiler sind. Girls Blade. Auch scheiße. Was gibt's denn noch? Blade des Salamanders. Ohoho. Nice. Nice, 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 nice. Blade des Salamanders. Oh, geil. Die sind geil. Die like ich. Da könnte ich mal einen Like da lassen. Streamst du heute noch Fortnite? Ich stream heute so lange, bis du dich ausmachst. Ist das okay? Oder kommt ein Gank, der ist geil. So, jetzt hat er nämlich kein Flash mehr. Und RIP. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Na, er musste direkt für mich flashen. Good job an Sir. Good job, Mr. Lance. Wir nennen ihn Mr. Lance. Blitz! Ich freue mich, dass mein Paket heute kommt. Du da. Nur was könnte es sein? Ich kann es euch sagen, es ist der Stein der Weisen. Und das Schwert von Gryffindor. Versuch mal mit Mondstein, Flick und Sieg. Mondstein, Flick und Sieg ist auch gut, ja. Und der Style und das Geld, Subsound fehlen mir am meisten. Die fehlen dir am meisten wirklich? Oh, das ist traurig tatsächlich. Das ist, man könnte sagen, traurig. Wir warten eben doch Schuhe. Willst du LL stylisch? Also ist ein cooler Setspieler, aber im Gegensatz zu mir ist er halt eine Null, ne? Also, der geht halt komplett unter. Aber kann halt nicht jeder so krass sein. Das ist okay. Hallo, Simi. Spür die Mondsteinmacht und spür sie mit mir oder so. Hast du einen Playbutton? Einen 100k Playbutton habe ich tatsächlich, ja. Aber auch nur das. So, Leute. Gleich wird die Presence of Mind Action losgehen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also, im Early Game wird es noch nicht so krass sein, aber wenn wir nachher so 50 Leute töten, dann können wir wieder ulten. Ist halt räudig, dass dann keiner mehr am Leben ist, aber... Dann kommt gleich wieder ein Gang. Allerdings, oh lol, der ist echt, what the... Oh! Help! So, ich bin almost about to being level 6, Leute. Okay. Ich gehe da rein. Du darfst noch nicht backpawn. Na, 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 na. Autsch, autsch, autsch. Die Q hat aber auch eine Reichweite. Also gemessen in Timos wahrscheinlich 3. Oder 4 oder 10. Oh, das Lied ist nice. Das Lied da oben war böse im Busch. Das Lied ist nice. Da, 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 da. Hallo, Sarah, Freunde, Freunde der Sonne heißt hat. Was ist hier los? Was war denn das für ein Blade? Oh mein Gott. Oh my goodness. Wir sind gleich Level 6, Leute. Wir werden vor ihm Level 6. Safe. Allerdings könnte es halt immer noch sein, dass hier ein Gank ist. Komm, noch eine E. Ah. Es könnte halt immer noch sein, dass hier Böses im Busch ist. Hier werden wir jetzt... Ah, scheiße. Ich kann jetzt halt nicht engagen. Das ist ein bisschen unglücklich. Zur Not, falls er jetzt weggeht, roamen wir. Dann gehen wir Bottlane roamen. Ich versuche noch fix die Kiste durchzupushen. Ne? Dadad. Oh ja, Teleport hat er vorhin nicht exhaustiert? Das wäre ja etwas verrückt. So, wir gehen Botlane, Leute. Da sehe ich mich. Lux Support? Wie konnte ich? Moin, Freunde der Sonne. So sieht's aus. Leute, let's go for this. Let's go for this, let's go for this, let's go for this. Mosch, mosch. Walla, walla. Snap, snap. Na, das war... Ab. Oh, nö. Nö. Nö, ich wollte halt das die Exhaustierung abwarten. Na, das war bad. Mit drei Worten, das war bad. Okay, gehen wir shoppen. Ich könnte eigentlich hier nochmal den drüberspringenden Drüberspringer gleich machen. Leute, warte, warte, warte. Okay. Jetzt. 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 Da muss ich deep gehen. Ich bin tot. Never mind. ZSOP. ZZZ, ich glaube,
You mean Z. Nicht nur 3, nicht 3Z, 1Z. Was ist hier los? Kommt das auch von 3Zack? Weiß ich nicht. Eis ohne Ära, danke dir. Welcome. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr P einsammeln. Welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. LS Session 0 gegen mich. Ja, man muss es halt auch mal raus sagen. Du könntest bald nochmal John gehen und dann von deinem Leben berichten. Ja, das könnte ich machen. 3Z. Dad. Guten Tag, wünsche ein schönes Wochenende. Danke dir, Einsteini. Leute, wünscht doch dem Steini auch mal ein gutes Wochenende. Wenn er schon sowas raushaut, dann müsst ihr auch ihm was reinhauen. Wie er das macht? Naja, aber also bitte. Ihr müsst auch mal so ein bisschen... Habt ihr den Reduce gesehen? War der Reduce da? Man hat es jetzt nicht. Ultimate Cooldown Refunded 12 Sekunden, Leute. Ich werde gleich 12 Sekunden früher den Gegner töten können. Und dann kriege ich wieder 12 Sekunden. Oh mein Gott. Und dann kriege ich irgendwann auf Stufe 2 mehr oder weniger? Ja, so, aber auf jeden Fall, oh mein Gott. Master 12.000, danke dir. Vielen Dank dir, Master 12.000, 15.000, 50.000. Was geht? Oh, der Wukong ist Level 4. Potenziell, okay, ich bin der Jungle-Snacker. Wo geht er jetzt Jungle? Die Chance, dass er seinen Red Buff noch nicht gemacht hat, ist relativ hoch. Er sieht mich zwar jetzt, wie ich weglaufe, aber weil er eh nicht auf die Map schaut, ist es egal. Zur Not können wir auch Yaximos gehen. Oh mein Gott, ich bin ein Genie! Oh mein Gott! Ich könnte mir den Red Buff snacksen. Lol, wer ist er? Gehen Sie bitte fort. Gute Kombo. Oh mein Gott, Leute! Hä? 12? Warum? Ich glaube, der summiert das nicht hoch, kann das sein? Der sagt einfach nur, wie... Nee, hä? Wieso steht da immer noch 12? Ich habe jemanden gekillt. Mach da mehr raus jetzt. Why? Presence of Mind, meine Damen und Herren. So sieht es aus. Aber ist ja noch Level 4, aber er ist schon zweimal gestorben, der Räudige. Räudige, Räudige. Wieso steht da, Leute, erklärt mir das. Warum steht da 12? Heißt das vielleicht, dass... Ich glaube, er sagt einfach nur, wie viel er einmalig davon runter macht. Also, wenn ich jetzt jemanden kille, refundet er 12 Sekunden. Das ist, was er mir sagen möchte, glaube ich. Ja? Das heißt, wenn ich... Ja, I think. Na gut, wir kaufen uns mal... Oh, Draktablade. Nee, Leute, krasse Setspieler. Die gehen auf Jumus first. Sag ich jetzt einfach mal so. Badababa, der Verbrennungsfisch. Wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? How is it going? How is it going? So, Freund. Freund. Jomus ist OP. Allerdings nicht. Also ist schon. Ich meine, okay, ich hatte nichts, ne? Aber. Ne? Dreifach Blade. Okay, war nur eins. Schade. Ich dachte, ich krieg drei Minions. Sollen wir jetzt gleich Ultimate? Warum? Presence of Mind. Oh mein Gott. Da kommt ein Teemo-Gank. Hier ist aber auch was los, du. Da brauche ich nicht mehr für ulten. Oh! Tötet ihn. Nice. Welcome an Merlor 8080. Danke dir. Der Merlor. Dankeschön, Dankeschön, danke dir. Ich bin on the way. Wer ist eigentlich mein Duo-Mate? Jinx. Der Feeder. So, ich bin almost about to being... Allerdings muss einer von denen weggehen. Das sind zu viele. Ja, okay, dann nicht. Dann nicht. Okay, ich gehe komplett Yolonese, Mayonnaise. Frapp. Frapp, 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 frapp. So, gehen wir shoppen. Ja, guten Tag, Herr Merlor. Leute, begrüßt doch mal alle hier den Herr Merlor. Bei mir ist alles entspannt, danke der Nachfrage. Das ist nice. Bei mir ist allerdings auch entspannt. Ich denke, bei denen hier ist, na, könnte es unentspannt werden. Potenziell. So, wir geben mal mehr Gorilla-Schuhe. Warum? Weil die 4 CC. Weißt du, wie du dein Greenscreen invisible machst im Programm? Ist gar nicht so schwer, sind vielleicht 10 Minuten. Also, das sind nicht 10 Minuten, das sind vielleicht maximal eine Minute. Und das Problem ist, dass das schon Greenscreen ist. Ich habe den Greenscreen ausgekromert und dann den neuen Greenscreen dahin gemacht.
um den Schein zu erwecken, dass ich normal wäre. So. Können wir... Oh mein Gott, Leute. Presence of Mind. Guck mal, hier steht... Jetzt steht 23 Sekunden hier. Kann das vielleicht sein? Das könnte sein. Potenziell. Dass... Das erst funktioniert... Es könnte tatsächlich potenziell sein... Ah, ich hab meine Ultimate, weil ich Presence of Mind hab. Ich hab nur keine Energie, was wiederum dumm ist. Ist aber egal, Presence of Mind ist OP. Presence of Mind ist OP. Presence of Mind ist OP. Heute, why der Woche, das Presence of Mind, wie konnte man sowas nur auf die Server lassen? Hier, neuer Bild der Woche. Ja, GG. Ja, GG. So. Wir kaufen jetzt das. Wir kaufen jetzt dies. Also was eine Vermutung könnte sein, tatsächlich. Wir gucken uns mal, was hier steht. 37 Sekunden. Eine Vermutung könnte tatsächlich sein, dass wenn ich jemanden ulte, dann kann ich das ja nochmal reaktivieren. Und dann steht da noch kein Cooldown. In Wirklichkeit läuft es, glaube ich, schon ab. Aber es steht noch kein Cooldown da. Und eventuell wird es deswegen nicht refunded. Das heißt, erst wenn ich wieder R gedrückt habe und dann jemand stirbt, kriege ich den Cooldown wieder. Du hast das letzte Mal mit dem Champ mit deinen Blades gekillt, nicht mit der Ulti. Ist ja egal, womit ich ihn kill. Das hat ja nichts damit zu tun. Der ist, glaube ich, RIP, Alter. Das hat ja nichts damit zu tun, womit ich ihn töte. Es geht ja nicht um die Passive, von wegen, dass ich AD bekomme oder so. Darum geht es mir nicht. Es geht mir auch hier rum. 48, Leute. Wir können jetzt direkt wieder ulten. Ja, grande. Wieso farmst du eigentlich Kills und kein CS? Das Ding ist ja, dass Kills oder das CS der mittleren Zweck sind. Ne? Mit CS willst du... Au! Mit CS willst du killen. Das ist... Aber wenn du schon alleine killst ohne CS, dann brauchst du ja gar keinen CS mehr. Das ist ja GG, könnte man sagen. So. Ich bin absolut freiwillig hier. Nice. Nice, nice, nice. Wenn ich als G2 eine MMR von... Ach, geht. Aber nur 20 Punkte bekomme. Ja, also, du darfst dich nicht immer zu sehr auf das verlassen, was dir angezeigt wird. Das ist nicht so ultra verlässlich. Also, vor allem, ich weiß nicht, ob wenn du mehr Dual-Q spielst oder so, dann ist die Chance noch höher, dass es nicht passt. Also... Ja, dann deine MR ist normal, relativ. Na, ja, so. So, wir haben Ultimate, Leute, let's go. Ich bin probably bereit. Der kommt jetzt hier gleich lang. Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise! Mayo! Mayo Blades! Oh, die Mayo Blades, die kannst du in der Tonne knicken. Yes, dang! Da kommt. Nein! Nein! 3, 2, 1. Wheel. 3, 2, 1, wheel. Shit, wollte lernen. Jetzt bin ich in der Queue wegen dir. Ja, genau, wegen mir. Wegen mir. Wir brauchen noch Dr. Blade, Leute. Warum spielt noch Rising in der Elo? Ich habe keine Ahnung. Hallo, HD Hardcore. Oh, HD Hardcore. Ich bin about to being sehr. H-Blade, Hardcore, das ist mein Geld. Das fehlte mir noch. This is the money. Okay, das sieht... Ich hab gleich wieder Ult. Die Kanone möchte ich gerne noch haben. 3, 2, ich brauche noch ein bisschen Energie. Da gehe ich ein. Ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Komm, werf was. Okay, das war... Ja, ich hatte ein bisschen wenig AP, wenn wir ehrlich sind. So. Ja, dass mein erster Tod so aussieht, ist ein bisschen traurig, aber... Talon mit der Rune. Ja, also ich weiß nicht, ob es Troll ist, Leute. Ich sage jetzt nicht, dass es OP ist, aber es ist wahrscheinlich OP. Nein, weiß ich nicht. Also, aber ich bin ja eh nie so der Ultra-Triumph-Fan gewesen. Und im Prinzip, okay, die Attack-Speed wären auch ganz nett vielleicht. Nice Farm, ja. Das Ding ist, mein Ziel ist, ich möchte hier immer vorher die Zahl höher haben als hier beim Farm. Das heißt, ich muss jetzt gleich, bevor ich hier auf 100 gehe, muss ich einen Kill machen. Warum sollte man Ashe spielen? Ich finde Ashe auch übel schwach.
Der einzige Grund, warum ich Ashe spielen würde, ist Competitive, damit man so ein bisschen CC und Engage hat. Das wäre der einzige Grund für mich. In Solo-Queue würde ich niemals Ashe anpacken. So, man nehme ich auch den Ward-Clearer. Ich gehe jetzt Wards clearen. Okay, das war's auch schon. Presence of Mind. Hast du so viel Farm wie ich, nur dass ich halt mehr Kills habe. Unlucky. 9 Stück. Naja gut, nee, mit Fizz hat man ja auch immer viel. Aber mit Fizz ist der Farm wirklich komplett RIP. Geht mal rein jetzt hier, Leute. Kommt. Let's go, California. Ich hol mir den... Wieso ist das Schwein tot? Dann gehen wir auf den, Alter. Na, es ist ein bisschen... Okay. Ja, okay. Okay, das war... Ja, die haben aber auch geflasht auf Doom, Alter. Warum haben die noch geflasht? Und wo war überhaupt Xin Zhao? Ich dachte, wir machen da was. Na gut, das war aber auch echt bad. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren. Was denkst du über die neue Irelia? Kann man machen. Ich bin so schockiert, ich kann es kaum beschreiben. Sag ich dazu. Habe ich mein Handy hier? Nee. Qualle Peng. So. Ich hatte gestern eine Lux im Team. Die war so useless, Mann. Holy shit. Die war so. Ich weiß halt noch nicht, ob wir heute auf dem Main spielen, Alter. Eigentlich würde ich gerne, aber ich bin mir echt unsicher, ey. Die Rele mit, die ist 8-0 gegangen. Ja, das liegt halt wahrscheinlich vor allem daran, dass die Leute nicht wissen, wie sie dagegen spielen sollen, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Danke an Mod Wars 2. Thanks, welcome, thanks, kann man sagen, dankeschön. Dankeschön. Der gute Mod V, So, Grande, eigentlich muss ich noch nicht shoppen. Die kann übel farmen mit ihren Charge und die Ulti ist gefühlt alle 10 Sekunden ready. Das ist natürlich crazy. Crazy. Aber ich denke, das ist halt auch, weil viele Leute halt echt noch nicht wissen, wie sie... Ich meine, ich habe auch schon ein paar Irelias gesehen, du kannst halt richtig krasse Outplays mit ihr machen. Das muss man wirklich mal zugestehen, ne? Also ein paar eventuell überkrass heftige Moves kann man schon mit ihr machen. Das war jetzt eventuell mein Tod, aber vielleicht auch nicht. So. So, ich bin... Ah, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr schnell zurück teleportieren. Das ist ein bisschen nervig. Wann kommt wieder ein Best-of? Ein Best-of? Das ist die Frage. Du meinst so ein Funny-Moments-Ding? Oder was meinst du? Das kommen wir. Wir gehen jetzt das letzte Assassin-Item. Komm, scheiß drauf. Der hat ja jetzt nicht so viel gerissen hier in der Mitte. Dachte, da geht mehr. Na gut. Neue Skin in Fortnite. Was heißt neue Skin in Fortnite? Also, ich weiß, was das heißt, aber... Also, ich bin jetzt nicht so skinsüchtig, dass ich mir die alle kaufe, oder was? Neuer Skin in Fortnite? So, Leute, was haben wir mittlerweile gespart? 70 Sekunden ist schon ordentlich, oder nicht? Aber das kommt halt auch immer drauf an. Je mehr du killst, umso mehr wird da stehen, ne? Das heißt, in Games, wo du niemanden killst, steht da halt nix. Wobei, dann kann man auch kann man für alles was sagen. This you can say for everything. Danke an Kakashi 147. Welcome. 19 Monati. Monati. Nodilli, hast du dir schon die neuen Packs gekauft? Yes, no, vielleicht, maybe, baby. Maybe, oh baby. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Schweini. Welcome. Ja, der zweite rennt mit dem 20 Euro Raven Skin in Fortnite rum. 20 Euro, ist das krass oder was? Also, ist das so? Sind das so ultra teure Skin? Ist das der teuerste oder so? Der Raven Skin. Ach, den habe ich, glaube ich, bei ApoRed gesehen. Das ist so ein... Sieht aus wie so... Sieht der so ein bisschen ganz... Ich bin... Also, ganz grob so ein bisschen aus wie dieser Singed und Kale Skin. Diese...
Wie heißen die? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Hier, diese, wisst ihr, welche ich meine? Diese komischen, die haben so komische, ja, so Tempel, Priester, Dunkelheit. Sieht aus wie irgendwie so Dark Soul-mäßig oder sowas. Hallo, halt ein Name. Halt ein Name. Fehler 16. Oh, ich muss unbedingt den Subsound morgen, Leute. Morgen versuche ich wieder mal was Neues reinzumachen, neue Sounds. Ich habe ein relativ, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Ich würde am liebsten das Bild mit reinmachen, aber ja, vielen Dank dir. Der sieht aus wie Reaper's Overwatch. Ja, so ein Halloween. Ja, ich glaube, ich weiß dann ungefähr. Teurer als 20 Euro gibt es nicht. Ja, aber die meisten, also es gibt nicht so viele. Ist wie so ein Ultimate-Skin dann wahrscheinlich, wa? Weil ein Ultimate kostet auch locker 25 Euro oder so, glaube ich. Also ein LOL. Oh, ich dachte schon, das trifft mich, ey. Wir müssen jetzt mal was machen, Leute. Ah, scheiße, ich merke gerade, Kacke, Alter, das baut sich ja gar nicht mehr so. Obwohl, das können wir verwerten, das ist okay. Dein Bild, Level 9, Wort. Ja, das ist für Triad. Für Non-Triad ist das, ja. Vielen Dank auch an Montera. Montera. Danke, welcome, grazie. Wir pushen einfach den Top-Lane-Tower jetzt. Wenn die da in der Mitte den Tower sofort verteidigen wollen, dann machen wir den Tower jetzt hier kaputt. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Das Problem ist, dass Qualle hier durch die Gegend noch joggt und jetzt hier was passiert. Ich kann nicht bewegen, ich kann nicht bewegen. Wo bin ich, Alter? Fuck, aber die stirbt. Oh Mist, das war irgendwie, das war nicht so gut. Allerdings, Qualle. Ich werde es auf MG switchen müssen, 30 Mal. Du hast die ganze Zeit mit Rockets geballert. Mit MG hast du ihn, glaube ich, noch gekillt. Kannst du mal ein Video für YouTube machen, wie du Kale spielst? Boah, weiß ich nicht. 20 Euro PvP ist nichts für die PvE Fortnite-Leute. Da, Herr, da kommt halt die Währung hinterhergeworfen. Ach, die kriegt man im PvE auch, diese Dinger. Ja, okay. Das wusste ich nicht, das ist cool. Aber du spielst doch wahrscheinlich die ganze Zeit PvE, oder nicht? Du meintest die Inquisitor-Skins, ja. Ja, genau. Inquisitor-Skins. Aber so ähnlich sieht der ganz grob ähnlich aus, oder nicht? Hallo, Ramzana, Konika, Zamazidamba. Wir müssen jetzt mal hier was machen, Leute. Das kann nicht sein, das ist so lange. Wer ist denn hier am Inten? Qualle ist am Inten. Ja, und Xinsau ist halt Xinsau. Ja. Weiß nicht, ob das komplett klug ist, jetzt das zu machen, aber wir wollen mal hier oben. Ich bin bereit zu jeder Zeit, zu jeder. Komm an, warum kommt die nicht? Mrs. Girl. Ahem. Wie wäre als Subsound dieser eine Schrei von dir? Ja, also den könnte man potenziell. Also ich habe so. Ich würde gerne wieder mehrere reinmachen. Nicht nur einen, sondern mehrere. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es als Subsound oder als Donation. Also der Donation-Sound muss als erstes verändert werden. Der ist komplett katastrophal. Der geht gar nicht. Ja. Dir viel Spaß noch. Ja, hau rein, Dude. Danke, dass du da warst. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir was töten. Am besten wäre, wenn Tito alleine hier oben top splittet und wir. Ja, oder so. So ist auch ziemlich gut, tatsächlich. So ist auch tatsächlich ziemlich gut. Der ist weg. Da ist es okay. Ich muss Vayne holen. Die machen da gerade in der Mitte Stress. In the middle of the life. Da. Hast du schon Irelia mit ausprobiert? Ich habe Irelia, also ich habe sie damals auf dem PB habe ich sie ja in der Mitte gespielt, habe ich auch 30 Kills oder so gemacht. Aber sonst habe ich sie nicht wieder ausprobiert. Ignite ist drauf. Oh, ich lebe. Ich wäre gleich schon weggekommen. Wurde aber von Minions geblockt. Lux Support ist immer ultra red. Ja, Lux Support zackt einfach richtig hart. Warum hast du die Sounds überhaupt gelöscht? Ich habe aus Versehen, war ein Mistake quasi, kann man sagen. War ein Mistake. So, hab reingeschaut, sehr gut. Steht jetzt auf und gönnt mir eine Runde Kluftsalz vom Fensterputzen. Ja, nice, Kluftsalz, dann brauchst du auch wirklich nur eine Runde spielen. Das ist immer der Vorteil dabei, ne?
Da hast du schon genug. Anzeige wegen zu schnellem Fahren. Ja, sorry. Sorry, sag ich da. Hallo, Nerella. Sorry. Über welche Seite machst du das? Über Tippi-Stream. Muss ich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Das ist relativ einfach. Ich habe den gemeint, ne, Xensau musste unbedingt reworked werden. Also, Xensau ist zwar immer noch irgendwie, glaube ich, nicht ultra krass. Also, in Low Elo ist er halt ultra krass, aber... Ja. Er ist halt so, wie er ist. Aber noch vorher war er komplett ultra bad. Kacke, er hat was geschnüffelt. Die Questminute 27. Was für Questminuten? Wem damit mehr Leid zugefügt wird, hab seit 5 Wochen kein League mehr gespielt. Ja gut. Ja, also hier kommt drauf an, wie du auf Flame reagierst, ne? Lol, dein Helfer. Was wollt ihr die ganze Zeit? Was ist denn los? I don't know why. Eyo, 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 eyo. Guter Damage. Guter Damage. I like these nuts. I like these nuts. I like these nuts. Later, Macarena. Jetzt bin ich tot. Aber wir haben gewonnen. Denkst du, dass nach dem Z-Buff das LL-Stylish-Bild gut ist? Was mit dem Crit oder was? Oder ich weiß nicht mal, welches sein Bild ist, ist das Ding. Was so der harteste Counter gegen Z? Potenziell, das ist, also es gibt schon einige so. Das sind diese ganzen Unsterblichkeitsfreaks. Kayle, Lissandra, Vladimir. Ich denke, Vladimir ist schon sehr eklig. Vladimir ist schon absolut eklig.